Und in diesem Sinne, lasst mich euch begrüßen zu diesem neuen Video hier auf diesem Kanal mit mir, eurem Relaxus, und herzlich willkommen zum ersten Video nach meinem Umzug. Hat lang gedauert jetzt, hat echt lang gedauert. Vor ein paar Wochen ist der Umzug zu Ende gegangen, ja. Und ich habe mir gedacht, komm, why not, jetzt endlich mal hier ein bisschen was aufbauen, ein bisschen Gaming-Sachen aufbauen. Und wir spielen als erstes, als Feier, auch ein neues Spiel, ja. Neue Umgebung, neue Heimat, neues Spiel. Und zwar The Legend of Zelda Link's Awakening. Und dafür habe ich mir das komplette... was soll das jetzt? Nein, das kenne ich doch schon. Dazu habe ich mir das komplette Paket hier geholt. Einmal einen Controller von The Legend of Zelda, zwar aus Breath of the Wild, glaube ich zumindest. Aber es ist ein The Legend of Zelda Controller, deswegen habe ich mir den Controller geholt. Ich habe mir das Spiel gegönnt und ich habe mir passend zu dem Spiel, weil ich gesehen habe, dass es eine solche Amiibo gibt und ich fand die so geil und es gibt nur diese eine davon, habe ich mir noch passend den Link, die Amiibo dazu geholt. Den werden wir in einer separaten Folge mal auspacken. Ich weiß noch nicht wann, ja. Deswegen werden wir mal gucken, wann wir das machen. Und jetzt drücken wir einfach mal L und R. Ja, jetzt kommt der Film schon wieder. Jetzt habe ich zu spät gedrückt. L und R, let's go! Ich bin mega gespannt auf das Spiel. Ich fand das Prinzip richtig geil. Ja? Ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld. Habe mich ein bisschen schlau gemacht, ja. Ich fand das Prinzip eigentlich echt geil. Und ja, ich will euch da jetzt nicht spoilern, ja. Es wird geil. Es wird geil. Das wird auf jeden Fall genauso wie New Super Mario Bros. U Deluxe, denke ich mal, auch ein richtig geiles Spiel. Ich freue mich mega drauf. Ich freue mich mega drauf. Let's go. Neues. Oh. Das hat mich verdruckt. Neues Spiel. Let's go. Heldenmodus oder normal? Der klassische Schwierigkeitsgrad. Normal. Heldenmodus. Der erlittene Schaden wird verdoppelt. Und es erscheinen keine Herzen für fortgeschrittene Spieler. Für fortgeschrittene Spieler. Als einzelner Satz. Nee, dann nehme ich doch lieber normal. Gib einen Namen ein. Link. Halt. So. Aber guck mal, on point, Alter. Der Name passt on point da rein. Let's go. Let's go. Alter, mega Bock habe ich drauf. Mega Bock. Marin, ein Glück, du bist wach. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolind. Bist du in Ordnung? Reden? Geh den Weg entlang nach Süden, zum Strand zu kommen, wo ich dich gefunden habe. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen. Aber sei vorsichtig, dort wimmelt es vor Monstern, seit du angespült worden bist. Let's go. Okay, wer ist das hier? Fetter Mario oder was? Ja. Tarin, okay. Endlich bist du wieder auf den Beinen. Heiße übrigens Tarin. Geht es dir gut, Relaxus? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild. Hier. Ah, jetzt haben wir das Schild bekommen. Du hast dein Schild wieder. Halte R gedrückt, um ihm Gegner und Angriffe abzuwehren. Let's go, was muss ich tun? Heben. Oh. Mein Gott, Alter. Uff, das sieht noch schwerer als schwer aus. Im Moment reicht deine Kraft dafür nicht. Was ist das hier? Ansehen. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Piranha-Pflanze drauf. Nein, Alter. Die Piranha-Pflanze auch mit dabei. Mega geil. Ja, ich habe gehört, dass das Spiel voll mit ein paar Super Mario Elementen sein soll. Da bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Let's go. Jetzt gehen wir mal raus. Aus diesem Zimmer. Okay, let's go. Was bist du denn hier? Eben. Geil, Alter. Ich habe einen Huhn. Ich habe einen Huhn. Huhn? Wohin soll ich dich bringen, Huhn? Weg mit dir. Ich heb dich wieder. Hier aufs andere Huhn. Nein. Okay, das funktioniert nicht. Wer bist du? Oma, ja, ja. Ja, ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, ich find das aber schon niedlich gemacht, muss ich sagen. Ja, das sieht schon cool aus. Oh, geil, ich kann in das Haus reingehen. Let's go. Wer bist du denn? Weihnachtsmann! Ich hab den Weihnachtsmann gefunden! Wie soll ich es sagen? Aber, naja. Könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Ulrira ist sehr...
Es scheint, Ulrira ist sehr schüchtern. Was will er jetzt von mir? Okay, was ist das hier? Kann ich auch irgendwie rennen? Scheint wohl nicht so. Okay. Möwendorf sind wir übrigens. Wir sind im Möwendorf. Okay, was ist das hier? Eine Telefonhütte? Muss ich jemand anrufen? Ansehen. Dude. Ja, hier ist Ulrira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. In der Dorfbücherei gibt es interessante Bücher. Nun, du solltest sie mal lesen. Ich und lesen? Klar. Tschüss. Klick, du. Okay, Moment, sind da hinten Bücher? Kann ich die anschauen? Nein, kann ich nicht, alles klar. Was genau muss ich jetzt machen? Nach Süden gehen, hat's gehießen. Halt, wer ist das? Hey, wenn du Spaß speichern, Alter, ist klar. Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du den Systembildschirm aufrufen. Drücke dazu Plus und dann R. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Okay. Halt, wer bist du? Okay. Ich schieb den einfach weg, Alter. Halt, bleib stehen! Reden? Achso, ja, das sagt er. Grrr. So, heben. Ich will da durch. Ich will da rein. Also, warum kann ich da nicht rein? Ich will da rein, okay. Süden, okay, das ist so ein Kettenhund. Ein Kettenhund. Auch aus Super Mario, auch nicht schlecht. Noch ein Kettenhund. Kleff, kleff. Okay, warum klingt die hier so blöd? Boah, jetzt bin ich hier, jetzt hänge ich hier fest oder was? Genau, geh mal weg. Boah, geh doch jetzt weg! Ich will hier durch! Ich komm nicht durch! Lass mich jetzt durch! Alter! Okay, ist gut jetzt. Bonjour, mein Kleiner. Mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Der hat doch gar keine. Boah, Alter, ohne Scheiß. Der Köter geht mir schon ein bisschen auf den Zeiger. Ich will hier durch. Alter, ich komme hier nicht durch. Jetzt, danke, endlich. Was ist das hier? Ist das eine Halterung für etwas? Hier steht Komet drauf. Komet ist doch da drin. Oh, Gott im Himmel. Kettenhund, ja, okay. Was ist das hier? Hallo, wer seid ihr? Ich habe mit dir geredet. Ich habe gehört, dass man Minus drücken kann, um auf die Karte der Insel zu sehen. Und man kann durch das Drücken von A Sachen mit Pins markieren oder sich mit X an Dinge erinnern. Ich weiß auch nicht, wie sie das meinen. Okay. Was ist das hier? Ist das die Stadtbücherei? Ich glaube, das ist die Stadtbücherei gewesen. Ha, da könnt ihr aber Gift drauf nehmen, dass ich da kein einziges Buch lesen werde. Vielleicht, wenn wir mal irgendwie genug Zeit dafür haben. Aber jetzt im Moment möchte ich erstmal... Was ist das hier? Wow! Okay, das ist ein Gegner, das ist nicht gut. Nix gut. Wir müssen jetzt erstmal nach Süden gehen. Okay. Ja, okay. Hoppala. So, okay, wo bin ich jetzt? Hilfe. Ich hab mich verlaufen. Hilfe. Ui, au. Ja, einfach da lang, genau. Einfach da lang. Super, okay, kann der hier die Dinger für mich kaputt machen, bitte? Na, scheiße, geht gar nicht. Okay, wo muss ich jetzt... wo muss ich denn jetzt hin? Okay, wenn das sind das Schilder, kann ich die lesen? Ansehen. Vorsicht, Seeigel, mit dem Schild zur Seite schieben. Ah, mit dem Schild zur Seite schieben. Oh, au. Scheiße, ich habe nur noch ein Leben.
Ach so. Mit dem Schild zur Seite schieben. Ah, guck mal, ich habe mein Schwert gefunden. Mein Schwert. Ich habe ein Schwert. Eine Eule. Das ist eine Eule. Uhu. Nee, ein Uhu. Sorry, ein Uhu. Uhu, Uhu. Es ist also dein Schwert. Jetzt verstehe ich, warum die Monster so unruhig sind. Ein mutiger Jüngling ist gekommen, um den Windfisch zu wecken. Es heißt, man könne die Insel nicht verlassen, ohne den Windfisch aus dem Schlaf zu holen. Du solltest zuerst nach Norden, in den Zauberwald. Und genau das ist das Prinzip, von dem ich vorhin geredet habe. Das ist mega, mega geil, finde ich, dieses Prinzip. Nehmen! Let's go! Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, deinen Namen darauf zu lesen. Schwinge es durch Drücken von B, um Gegner anzugreifen. So. Jetzt habt ihr nämlich alle hier die Arschkarte gezogen. Komm her, komm, 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 komm. Mr. Krabs. Oh geil, eine Truhe. Wir haben die Truhe. Oh ne, ich glaube, den Stein kann ich nicht hochheben. Nein, zu schwer. Mit bloßen Händen wirst du da das nicht hochbekommen können. Ja, wie kriege ich das hoch? Okay. Jetzt müssen wir wieder also nach, was hat er gesagt? Norden. Hey, ein Affe! Okay, okay, okay. Halt! Help me! Jesus! Jesus Christ, that's Jesus Christ! Das habe ich mir gemerkt. Ging's da irgendwo hin? Sorry. Game over. Ja, also ich würde das ganz gerne nochmal von vorne probieren, ne? Erneut versuchen. Ach geil, guck mal, ich kann jetzt wieder von hier anfangen. Alter, die sollten sich mal hier wegbewegen, ey. Aber die Dinger sehen schon cool aus irgendwie, finde ich. Das ist mir egal, jetzt kommt... Oh, scheiße, ich bin eingeschlossen. Ah, ja. Lauf, 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 lauf. Ein Loch? Ist das ein Loch? Oh, scheiße, ich verliere Leben dadurch. Okay, jetzt mal. Ich mach mich kurz kaputt. Nochmal. Da musste sein, weil auf das eine Leben, wenn ich mich da einmal treffen lasse, dann ist vorbei. Ja, Game over, ich weiß. Ich hatte noch so viel vor in meinem Leben. Let's go. Weiter geht's. Ach du Scheiße, es sind noch mehr von den Löchern. Ah! Okay, okay, okay. Also was ich ja schon mal gut finde, ist, dass die Gegner sich nicht so ruckartig umdrehen, damit sie dich auf einmal erwischen. Das finde ich schon mal gut. Was ich scheiße finde, ist, ich weiß nicht wohin. Jetzt muss ich einmal hier lang. Nein, okay. Was ist das hier? Zauberwald, Achtung. Unfreundliche Moblins. Moblins, ey. Ich werd bekloppt. Ach! Mit dem Schwert kriege ich die Dinger hier kaputt. Zauberwald. Eule? Ach so, ja. Uhu! Willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken, denn solange der Windfisch schläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes? Du findest den Schlüssel zu jedem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich, uhu. Okay. Also, wir müssen jetzt den Windfisch suchen, ja? Das ist nämlich das Prinzip von dem Spiel. Wir müssen den Windfisch suchen, ihn aufwecken und nur so kann Link von dieser Insel runter, ja? Und, ich bin mal gespannt, was uns hier im Zauberwald... Gott, was bist du für ein Fettsack? Ah, komm her, komm, let's go!
Au! Alter, von hinten, ey. Von hinten, Alter. Wer bist du? Oh! Meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Okay. Danke für die Info. Ha! Oh! Oh, ich hab vergessen, welchen Knopf ich drücken muss. Verreck. Wer bist du? Was bist du für einer? Kann ich hier lang? Ne, da komme ich ja wieder zurück. Weil ich verirre mich da ein bisschen, gell? Aber ich finde das geil mit den Labyrinthen so. So, Mario Maker lässt grüßen, ne? Ja, du weißt Bescheid. Was steht hier? Vorsicht bei den rissigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr. Okay. Renn. Alter, was seid ihr? Ah. Okay, ich glaube, das Rätsel. Scheiße. Habe ich schon verkackt. Bullshit. Ich habe mich eingebaut. Ich komme nicht mehr raus. Ach ne, guck mal, hier komme ich doch raus. Notausgang. Ja, ja. Ah, Alter. Alter, stirb doch jetzt endlich. Alter. Ohne Scheiß. Mach's doch mal so wie dein Partner hier. Ey. Was mir bloß uferst du, du machst, ey. Was ist das hier? Nehmen. Nehmen. Du hast einen Pilz gepflückt. Er verbreitet ein fauliges Aroma. Und wozu soll das gut sein? Nobody knows. But Jesus. So, was ist... Auch wieder so ein Stink. Ja, scheiße. Das wollte ich nicht. Okay, ich muss, glaube ich, wieder zurück. Ich glaube, ich muss wieder zurück. Ist jetzt das Labyrinth noch gespeichert? Nein, zum Glück. Ah. Schieb den Scheiß doch hoch. Ich muss da wieder raus. Oh, echt jetzt. So, Moment. Boah, das war auch... Das war richtig. Das war richtig, Leute. Hilfe. Hilfe. Ich habe nur noch ein halbes Leben. Hilfe. Da gehe ich lieber raus. Ah. Boah, Alter, im richtigen Moment noch das Schild gezückt. Okay. Also, ich würde sagen, mit dem Piepser hier... Moment, dann mache ich noch fertig hier. Ach, guck mal. Aha. Okay, ich finde immer mehr raus. Ah. Let's go. Okay, hier beende ich den ersten Part für Link's Awakening. Legend of Zelda Link's Awakening. Im Laufe des Let's Plays werden wir dann auch noch den Charakter, den wir hier spielen, auch noch die Amiibo, werden wir auspacken. Ja, werden wir dann auch nochmal testen, was es denn mit dieser Amiibo auf sich hat. Ich weiß es nämlich noch nicht. Und Leute, da bin ich raus das Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, bis zum Eisern drauf. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, haut rein, habt einen schönen Tag, euer Lexus. Haut rein und Peace.